Herzlich willkommen zurück bei Landwirtschaftssimulator 2017 auf die Gold West Valley Map. Und kann sein, dass es jetzt die letzte Folge auf dieser Map ist. Aber kann auch sein, dass nächste Woche erst die letzte Folge kommt. Weil nächste Woche kommt die Platin-Edition raus. Und kann sein, dass man da schon auf die neue Map sind. Natürlich nehme ich die ganzen Geräte mit und das Geld. Ja, so habe ich es vorgestellt, wie ich es mache. Natürlich mit Head-Tracking habe ich es angeschaltet. Alles dran, Joystick dran. Also nichts mehr mit Tastatur und so. Ja, das Feld sieht aber nicht hier so schön aus. Mal weiß, ob man das noch hinkriegen mit Abernten. Jedenfalls auf diesem Stand hier. Kann das sein, dass ja die letzte Folge diesmal ist. Und gestern kam die Folge nicht, weil ich war beim Arzt und es hat so lange gedauert, 5 Stunden, da konnte ich erstens keine Videos machen. Ja, keine Videos machen und dann noch nicht mehr hoch veröffentlichen und so. Also ist ganz frisch die Aufnahme, die ist heute gewesen oder ist gerade für mich. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wochenende war ich bei meinen Eltern und die haben das Internet so nicht so und so. Und ja. Deswegen kommt jetzt erst heute die Folge raus. Müssen wir jetzt erstmal dran gewöhnen, das so mit dem Kopf zu wackeln. So, den haben wir fertig. Alles abgeerntet haben wir ja. Na, können wir ansehen. Was können wir denn ansehen? Mal schauen wir mal. Was haben wir letztens angesehen? Und zwar haben wir Raps angesehen die ganze Zeit. Können wir eigentlich machen. Ach, da unten das Feld haben wir ja auch noch. Aber das haben wir kein Schneidewerk dafür. Weil es dann Blumen sind. Okay. Also machen wir mal. Halt noch nicht ausklappen. Oh, okay, der Taste, der drückt. Jung. So, fahren wir jetzt mal so ein Feld 12 hin. Da sehen wir mal Sonnenblumen drauf. Vielleicht schaffen wir ja noch, die zu dreschen, aber ich denke mal nicht. Höchstens kommt noch eine Folge, dann können wir das Geld und sowas noch mitnehmen für die neue Map. Hoffentlich kann ich die neue Map mir merken, wie die heißt. Juhu, bisschen schräg. So, jetzt. Ich habe nochmal eingestellt, Hacktracking. Naja, den Moment kann man ja rein tun. Eine kleine Verzögerung hatte das Lenkrad, aber habe es extra so gemacht. Nicht, dass du gleich hier rüberwärts geht, zum Beispiel
GPS war das Blöde auf jeden Fall. Das fand ich blöd, dass es gleich reagiert hat. Die Lenkung. Das ist immer die GPS nicht so vertragen. Deswegen habe ich es so gemacht, dass es eine kleine Verzögerung hat. Am Lenkrad. Ja, nächste Woche kommt das Addon raus. Bin gespannt, wie die neue Map aussieht. Soll ja in so Amerika stattfinden, die Map. Deswegen bin gespannt, ob ich überhaupt den Namen aussprechen kann. Nehme ich auch alles mit? Bestimmt. So, hochwärts. Und ich gab ja auch ein Patch, also ein Update, schon raus beim Landwirtschaft. Aber ich denke mal, das war eher was für die Konsole, weil die dürfen jetzt nicht unbegrenzt Traktoren kaufen. Haben die jetzt. Sind die jetzt eingeschränkt wegen die Performance und so? Ich weiß gar nicht, was auf dem PC neu ist. Auf jeden Fall ist jetzt nicht mehr die 1141 war das, glaube ich, und jetzt haben wir 1151, glaube ich. Irgendwie so war das. Ja, Sojabohnen bringen uns Geld mit am meisten. Danach kommt Raps. Jedenfalls, wenn man ganz viel davon ansieht, bringt es viel Geld. Wie viel fahren wir denn? Ich sehe zwar auch da unten. Aber ich kann ja mit meinem Kopf kann ich zwar vorgehen oder in den Spiegel kann man richtig schön reingucken jetzt hier sogar raushängen. So bin ich als Beifahrer so quasi. Ich finde es stark, die Sache den Hecktracking. Kann man richtig hier das Monitor anschauen, wenn man noch gerade fährt, noch dabei. Ja, warum fahre ich denn nicht voll? Frage ich mich selber gerade, warum ich so langsam fahre auf dem Feld. In unnötige Zeitverschwendung. Weil wir wollen ja noch irgendwie noch dreschen, die Felder. Könnte ich ja Cosplay hier drauf machen lassen. Aber was soll ich denn in der Zwischenzeit machen? Wir müssen für die Kühe was machen. Aber ob das jetzt noch lohnt? Wenn es die letzte Folge gewesen ist. Auf diese Map natürlich. So. Ach, vergessen. Hoch zu tun. Naja. Ja, da ist der Hof dann auch weg. Mal sehen, wie der Hof dann aussieht auf die neue Map. Da bin ich gespannt, ob das auch so wenige Unterstände gibt. Ich freue mich schon auf die Zuckerrüben. Freue ich mich schon. Eine neue Fruchtsorte. Da bin ich wirklich gespannt, wie viel Ertrag die machen und so.
Habe ich jetzt dreimal düngen oder einmal düngen hier drinne? Weil auf meinem privaten Zustand habe ich ja voll realistisch hier gemacht. Schauen wir mal. Da kann man ja gleich mitpfeifen bei dem Lied irgendwie. Mal kurz an die Uhr gucken, nicht wundern. Okay. Habe ich gerade auf den zweiten Bildschirm geguckt. Deswegen habt ihr jetzt mal so gesehen. Oder fast komplett rum. Ja. So, mal. Oh, ein Stückchen habe ich auch nur vergessen. Oh, so geht's eigentlich, ne? Es war nicht gerade richtig, wie ich hier fahre. Aber mit der Zeit lerne ich das auch. Auch ohne GPS. Naja. Muss halt gelernt sein, ne? Gerade fahren. Auch die Felder. Und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Hauptsache, das ist schön angesehen. Aber so am Ende merkt man es halt, dass man statt nur noch einmal hochfahren muss, muss man nochmal runterfahren. Wenn es nicht gerade ist. Sitze ich so schräg oder. Ja, die Playlist läuft auch schön durch. Auch wenn es immer nur die. Ich denke mal fast dieselben Lieder sind, was ihr hört. Ich glaube, ihr habt schon mal alle gehört. Kann sein, dass ich auch mal ein paar neue wieder suche. Vielleicht gibt es wieder neue. Was mir auch selber gefällt. An Musik. So, 13 Minuten. Aber es kann sein, dass nächste Woche auch eine Folge noch kommt. Wenn nicht, kommt es dann doppelt. Oder Donnerstag kommt die neue Map. Mal schauen, wie ich es mache. Oder ich bringe erst Mittwoch eine Folge raus. Da ist auf jeden Fall das Add-on schon draußen, weil auf Steam kommt es ja erst um 18 Uhr meistens, ist die veröffentlichen. Wird es veröffentlicht. Aber ich denke mal, bei den anderen habt ihr schon längst gesehen, bevor ich das überhaupt hier das habe. Weil manche YouTuber kriegen ja immer einen Tag Ära oder ein paar Tage sogar Ära als wir, wo zum Beispiel kein Partner sind oder irgendwie sowas, kriegen ja das später immer. Weil die großen YouTuber kriegen ja ein Key von Greg von Shines, dass sie das Ära zeigen dürfen. Und da zähle ich es nicht dazu. Deswegen kommen auch Videos wie bei euch erst raus. Also später als bei den anderen. Ist zwar ein kleiner Nachteil, aber mich stört's nicht. Hauptsache, ich hab das Addon dann.
nur Kühen und 72% Produktion. Naja. Machen wir dann auf die neue Map, dann geht's rund. Da sehen die Kühe auch anders da aus. Naja, dann sag ich schon mal. Das war's erstmal für die Folge. Bei die 60. Folge. Dann sag ich mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut noch rein. Ja, und wenn es euch gefallen hat, den Daumen nicht vergessen und noch ein dickes Asphalt. Tschüssi.